Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe ein Haar im Gesicht. Das nächste Adventskalender-Unboxing kommt online. Und zwar vom... Welchen Adventskalender? Von diesem Adventskalender. Ich sehe den, glaube ich, gar nicht. Könnt ihr ihn sehen? Das ist auf jeden Fall der Sephora Adventskalender. Da ist jetzt das Licht natürlich etwas ungünstig für den leuchtenden Adventskalender. Aber ich hoffe, ihr könnt es sehen. Als erstes schon mal Kritikpunkt. Hinten sind die Produkte drauf. Die zeige ich euch jetzt natürlich nicht. Und ich will auch nicht drauf schauen. Und den Zettel kann man auch nicht runternehmen. Also bei Trended Up ist ja auch hinten so ein Zettel dabei, aber den kann man rausnehmen. Hier kann man es nicht. Also ich zeige euch mal so ein bisschen. Also hier stehen die Produkte drauf und das kann man nicht wegnehmen. Finde ich ein bisschen doof, aber okay, davon lassen wir uns jetzt nicht aufhalten und ich schaue jetzt auch nicht so sehr drauf. Ja, ich habe mir den Sephora Adventskalender gekauft, weil ich auf die Produkte geschaut habe, beziehungsweise auf die Marken geschaut habe, die drin sein sollen. Und da sind halt so Sachen gefallen wie Fenty Beauty, Too Faced, Tarte. Ja, dann war es schon vorbei. Dann habe ich ihn gekauft. Der Kalender hat, wenn ich mich nicht täusche, 89 Euro gekostet. Aber wenn wirklich die Marken drin sind, er verspricht, dann ist er mir das auf jeden Fall wert. Und damit ihr wisst, ob es sich wirklich lohnt, werde ich natürlich auch hier wieder die Hälfte mit euch auspacken. Je nachdem, ob euch die Hälfte gefällt oder nicht, könnt ihr ihn dann kaufen oder nicht. Aber damit ihr schon mal wisst, in welche Richtung das es geht und ob ihr euch das Geld von der Hälfte her schon wert ist, bleibt auf jeden Fall dran. Vergesst auf jeden Fall nicht, bei den Gewinnspielen vorbeizuschauen. Die stehen hier oben drin. In der Infobox sind auf jeden Fall einige online und es wird auch noch einiges kommen. Deswegen auf jeden Fall weiterhin sehr fleißig schauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir zu diesem Adventskalender. Er ist auf jeden Fall, finde ich, sehr leicht. Sehr, sehr leicht. Und da werden wir jetzt die Hälfte auspacken. Es gibt den Sephora Adventskalender, wo es direkt die Sephora-Produkte drin gibt. Und hier sind aber Christmas Favorites drin, das heißt andere Marken, nicht nur Sephora-Produkte. Also ich weiß nicht, ob direkt von Sephora auch was drin ist. Aber werden wir ja sehen, wenn wir sie aufmachen. Aber ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Und ich hoffe, dass die Marken auch drin sind, die er verspricht. Wir machen ihn mal auf. Es sind auf jeden Fall zwei Hälften, die hier zusammengebunden werden. So sieht er dann von innen aus. Mega schön. Also hier muss ich jetzt tatsächlich die Türchen aufreißen, aber hilft ja nicht. Ich lege ihn jetzt auf den Schoß und dann machen wir die ungeraden Zahlen. Natürlich wieder bis 24. Also dieser Kalender hat tatsächlich nur 24 Türchen. Aber ich finde es cool, dass das so viele unterschiedliche Türchen sind. Was wir natürlich nicht aufmachen, ist die 6 hier. Aber die ist mega groß. Deswegen würde mich das sehr interessieren. Aber machen wir nicht. So, wir fangen mit der 1 an. Ach ja, und ich verlinke euch natürlich den Kalender unten. Also den könnt ihr dann kaufen, wenn es ist. Die Nummer 1 ist hier ganz unten. Und hier. Ich habe mich schon verliebt. Okay, also. Der ist jetzt schon sein Geld wert. Also fast. Aber, geh raus. Ich habe hier einen Lipstroke drin. Mega cool. Und zwar von Huda Beauty. Also ich hoffe, ihr könnt es sehen. Der sieht mega schön aus. Ist natürlich nicht für jeden was, es ist sehr glitzernd, aber ich finde für die Winterzeit, den werde ich auf jeden Fall verwenden. Und gleich im ersten Türchen, sowas Geiles. Also es war so, beim Lookfantastic Adventskalender und auch beim Glossybox Adventskalender waren im ersten Türchen mega Produkte drin, aber dann war eher so mittelmäßig. Also der Glossybox Adventskalender hat mir von der Hälfte her am wenigsten gefallen. Der Lookfantastic Adventskalender bis jetzt etwas besser als der Glossybox Adventskalender, aber ich habe auch sehr hohe Ansprüche, sagen wir es mal so, weil ich einfach schon viele Produkte habe. Deswegen müsst ihr natürlich auch selber beurteilen, ob euch die Produkte gefallen oder nicht. Ich sage euch natürlich nur meine Meinung, was ich davon halte, aber ihr könnt euch eure Meinung selber bilden, indem ihr die Produkte einfach anschaut. Aber, also wenn es so weitergeht, ich bin auf jeden Fall jetzt schon begeistert. So, tun wir natürlich wieder rein. Testen tun wir ihn erst an Weihnachten. Dann haben wir die 3. Die ist hier oben, ist ein kleines viereckiges Fach. Und hier haben wir einmal drin, das sagt mir jetzt gar nichts, war schon wieder mein Handy, von Laneige Water Sleep Mask. Diese Maske hier kenne ich ehrlich gesagt nicht, sagt mir gar nichts. Ich guck mal, das ist auf jeden Fall ein süßes kleines Tiegelchen. Werde ich sehr gerne verwenden, die Marke sagt mir gar nichts, aber ich bin für neue Produkte auf jeden Fall offen. Und Nachtmasken habe ich eh viele. Dann nehmen wir die Nummer 5, ist ein etwas länglicheres Produkt und das gefällt mir auf jeden Fall wieder sehr gut. Und ich glaube, die Marke kenne ich auch. Und zwar Pi Rose Hip Bio Regenerate Oil. Genau, dieses hier. Finde ich cool. Also ich habe jetzt das Bio Oil und ich denke, dass man das auch gut verwenden kann. Aber ich glaube, das ist für... Ist das für das Gesicht?
Ich weiß es nicht. Werde ich mich dann durchlesen, für was das genau ist. Aber Pei, glaube ich, ist auch nicht billig. Habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob es jetzt von diesem Öl ist oder nicht. Aber da bin ich auf jeden Fall mega gespannt. Also bis jetzt gefällt mir der Kalender. So, hallo zur Unterbrechung des Videos. Ihr wisst wahrscheinlich, was kommt. Wie immer haben wir das nächste Gewinnspiel, also die Gewinnspielauslosung. Und ihr seht es schon, ja, wieder ein sehr schöner Screenshot von mir. Mega-Gewinnspiel plus Watch Party Disney Find Your Princess Within LE. Genau, und da haben wir natürlich jetzt einiges zu tun. Deswegen versuche ich mich zu beeilen. Ich kopiere auf jeden Fall wieder den Link. Geh auf den Random Picker, setz hier den Link ein, lade die Kommentare. Dieses Mal haben wir 37 Kommentare und der Gewinner ist... Einmal Cuttle Pusteblume, Hashtag Disney Princess, also das hat sie auf jeden Fall. Die Paletten sind der Wahnsinn. Hat mir Ariel und Belle geholt, bin begeistert. Tiana und Jasmin habe ich mir verkneifen können, da vier einfach zu teuer waren. Wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück und gewinne 1 Tiana oder 2 Jasmin. Also, liebe Kattelpusteblume, Tiana gehört schon mal dir. Natürlich, damit ihr auch seht, dass sie mich abonniert hat. Kattelpusteblume, du hast auf jeden Fall die Tiana-Palette schon mal gewonnen. Dann laden wir zum zweiten Mal die Kommentare und der nächste Gewinner ist, gucken wir... Tiffy, wirklich tolle Palette. Ich konnte leider keine erwischen. Meine Reihenfolge wäre Jasmin, Ariel, Belle und Tiana. Hashtag Disney Princess. Princess, herzlichen Glückwunsch zu deinen 400 Abos. Mach weiter so. Danke auf jeden Fall, liebe Tiffy. Die Jasmin ist natürlich noch nicht vergeben. Und das heißt, die Jasmin geht an dich, wenn du mich abonniert hast. Und hier, die liebe Tiffy hat mich auf jeden Fall abonniert. Also, die Jasmin-Palette geht auf jeden Fall an dich. Also, jetzt sind die Jasmin- und Tiana-Palette schon weg. Dann laden wir zum dritten Mal die Kommentare und suchen den dritten Gewinner aus. Hashtag Disney Princess Ariel, Jasmin, Belle, Tiana. Auch wenn es nicht meine Farben sind, wären sie ganz toll für meine Nichte. Ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass deine Nichte viel Spaß damit hat. Aber bevor du sie bekommst, gucken wir natürlich wieder, ob du mich abonniert hast. Astrid Köhl hat mich auf jeden Fall auch abonniert. Also die dritte Palette geht auf jeden Fall an dich. Herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir ja noch eine zu verlosen. Wir haben jetzt die Tiana-Palette schon verlost. Dann haben wir die Jasmin-Palette verlost und die Ariel-Palette. Und jetzt geht es noch um die Belle-Palette. Dann laden wir zum vierten Mal die Kommentare und suchen den letzten Gewinner. Die liebe Ingrid. Erstens Belle, zweitens Jasmin. Huch, das tun wir schnell weg hier, abbrechen. Drittens Tiana, viertens Ariel. Hashtag Disney Princess, liebe Raffi. Tolle Sammlung hast du dir zugelegt. Die Verpackung toll, aber auch die Pigmentierung. Auch der Wahnsinn. Schönes Video. Jetzt noch ein AMU-Video mit den Paletten. Hast du Lust dazu? Werde mich freuen. Danke für das schöne Video und liebe Grüße. Also mal gucken, ob ich das noch einrichten kann. Ich weiß nicht, ob das die Leute jetzt noch interessiert, aber vielleicht komme ich ja noch dazu. Mal gucken. Weil ich habe zurzeit so viele Videos, da muss ich dann mal schauen. Ja, Ingrid, jetzt müssen wir aber auch noch gucken, ob du mich abonniert hast. So, jetzt hätte ich dich fast übersehen. Hier, die Ingrid hat mich natürlich auch abonniert. Und deswegen auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu deiner Palette. Und wie passend, du hast Belle an erster Stelle stehen. Du bekommst auch die Belle-Palette. Also den vier Gewinnern auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Gewinn. Schreibt mir auf jeden Fall. Nur damit ihr es wisst, ich bin jetzt gerade, wenn ihr das Video seht, noch im Urlaub. Das heißt, das Verschicken der Gewinne kann auf jeden Fall noch dauern. Geduldet euch bitte auch das Zurückschreiben, weil wir nicht wissen, ob wir da Internet haben. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich mich erst nach 2 Wochen melde. Das ist normal. Dann habe ich wirklich kein Internet. Und wenn es ist, melde ich mich früher, aber dann kann ich es halt trotzdem noch nicht verschicken, wenn ich im Urlaub bin, logischerweise. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall den 4 Gewinnern. Freut mich, dass ich doch einigermaßen die Lieblingspaletten versenden kann, die euch gefallen.
beziehungsweise ich glaube, ich habe es geschafft, fast nur die Lieblingspaletten zu versenden. Oder nur, muss ich jetzt gucken. Aber freut mich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass sich diejenigen darüber freuen. Und auf jeden Fall nicht traurig sein, denn es kommt nächste Woche ein Halloween-Gewinn-Video, Special-Video online. Deswegen auf jeden Fall da reinschauen, da gibt es nämlich auch wieder einen Mega-Gewinn. Auf jeden Fall. Und am Sonntag gibt es auch noch ein Gewinnspiel und deswegen einfach vorbeischauen. Es lohnt sich. Ja, und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Schauen des Videos. 7 ist auch wieder etwas länglicher. Entschuldigung. Okay, also es ist mein Lieblings-Adventskalender. Ab jetzt schon. Hier ist drin von Fenty Beauty by Rihanna natürlich. Pro Filter Instant Retouch Primer, 2 plus 4 Milliliter, aber immerhin 4 Milliliter. Der ist mega teuer. In Soft Matt und der hat sogar ein wunderschönes Packaging. In diesem... Oh! Seht euch das an, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also das ist wirklich die Originalflasche, nur in klein. Das finde ich mega cool, dann kann ich den auch mal testen. Tatsächlich schwärmen einige total davon, aber er ist natürlich nicht billig und deswegen bin ich noch ein bisschen, ja, habe mich nicht getraut, den zu kaufen, aber jetzt kann ich ihn testen. Also es ist auf jeden Fall schon mal mein Lieblingskalender. Also der gefällt mir jetzt schon besser als der Glossybox und der Look Fantastic Adventskalender und der kostet auch bloß 89 Euro. Genauso viel kosten die anderen zwei auch um den Dreh. Mega! Jetzt stellt euch vor, was noch in den anderen Türchen drin ist und was in der 6 drin ist. So, 7, 8, dann haben wir die 9. Die 9 ist gleich neben der 7, die ist ein bisschen größer wieder. Und da haben wir, das sieht ja kurz aus. Habe ich zwar schon einige, aber die Version habe ich tatsächlich noch nicht. Und zwar von Mercy Handy Hand Cream Hand Cleansing Gel Glitter Fieber. Das finde ich, sieht super aus. Mit so Gold und Glitzer. Finde ich sehr schön. Werde ich sehr gerne verwenden. Also ich habe gerade eins in Verwendung, ich glaube mit Kirsche. Nein, das Blaue habe ich in Verwendung, das mal eine Sonderedition von der Glossybox war und finde ich sehr gut. Ich habe das immer in der Handtasche dabei, sicherheitshalber. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Hätte jetzt nicht sein müssen, aber ist nicht schlecht. Dann brauchen wir die Nummer 11. Die ist auch wieder genauso groß wie die 9. Und hier haben wir drin etwas, was mir dieses Mal gar nichts sagt. Und zwar IJK. Und zwar ein Hydrating Hair Balm. Also ich denke, das wird für einmal reichen bei mir, weil dann ist das schon aufgebraucht oder höchstens zweimal. Ja, warum nicht? Werde ich sehr gerne testen. Die Marke kenne ich nicht, deswegen kann ich dazu ehrlich gesagt auch nichts sagen. Aber sieht interessant aus, Mistress. Dann haben wir die 13. Die ist wieder ein bisschen viereckiger. No. Oh, ich liebe diesen Adventskalender. Ich sag's euch jetzt schon. Muss ich mehr dazu sagen? Too Faced Born This Way Translucent Setting Powder. Ist auch zwar eine Probegröße, aber ich finde den geil. Too Faced. Ah. Auch wenn es eine Probegröße ist, mega geil. Mega geil. Also jetzt schon mal Huda Beauty, Fenty Beauty, Too Faced für 89 Euro, auch wenn es Probegrößen sind. Bin gespannt, was in der 24 drin ist. Dann machen wir, weil die 24 machen wir miteinander natürlich auf 15. Oh, ist ein großes Türchen. Das ist so groß wie die 6 hier oben. Gucken wir mal. Bin ich gespannt. Ach, eine Maske. Nein, Augenpatches. Flash Patch Restoring Night Eye Chill. Patchology. Und zwar diese Patches hier. Augenpatches werde ich sehr gerne verwenden. Finde ich cool. Dann gehen wir weiter. 15, 16, 17. Die 17 ist hier an der Seite. Die ist wieder kleiner. Oh, ich liebe den Kalender. Ich sag's euch, ich liebe den Kalender. The Original Beauty Blender. Einen rosanen Beauty Blender. Ich habe tatsächlich noch keinen Original Beauty Blender von Beauty Blender. Finde ich cool. Finde ich echt cool. Mir gefällt der Kalender. Oh, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich bin gespannt auf die andere Hälfte am Weihnachten. Also ich mache auf jeden Fall wieder Vlogs. Dieses Weihnachten wahrscheinlich so wie letztes Mal, dass ich immer 7 Tage vlogge und am Sonntag bringe ich den Vlog online. Aber die Hälfte, also ich kann ihn jetzt schon empfehlen. Wenn es auch eure Produkte sind, kauft euch den. Es lohnt sich. Dann haben wir die 19. Die 19 ist hier oben. Ist wieder ein bisschen länglicher. Und hier haben wir, die sagt mir tatsächlich was. Da hatten wir nämlich die Route jetzt gerade in der Look Fantastic Box, glaube ich, drin. Und zwar, nein, das ist eine revitalisierende Creme. Wir hatten eine Handcreme drin. Ich glaube, das ist fürs Gesicht. Skin Smoother. Dann ist es wenigstens nicht dasselbe. Finde ich auf jeden Fall gut. Aber werde ich sehr gerne testen. Ich habe von Polar auch gerade die die Augencreme, die war mal in der My Little Box drin. Aber die ist auch nicht schlecht. Werde ich sehr gerne testen. 19, 20. Die 21 öffnen wir noch und dann die 24, weil ich will euch natürlich die 24 zeigen. Also die 23 lassen wir sozusagen aus und 22 auch. Also wir nehmen jetzt die 21 und dann die 24. In der 21, das ist ein sehr längliches, dünnes, haben wir einen Stift von
Gute Frage. Tattoo Liner Waterproof Liquid Eyeliner. Aber da steht jetzt keine Marke drauf. Also von Design her würde ich Kat Von D sagen. Also es sieht aus wie Kat Von D, aber da steht keine Marke drauf. Ja, werde ich auf jeden Fall trotzdem sehr gerne verwenden. Ist eine schöne Reisegröße, finde ich. Also ich habe tatsächlich keinen so kleinen Eyeliner. Werde ich sehr gerne testen. Und bin gespannt, ob der von Kat Von D ist. Vom Design her würde mich dran erinnern. Da wir ja nicht die 23 öffnen, öffnen wir natürlich die 24. Hier ist die 24 in einem wunderschönen Silber. Auch mega groß und mit Schneeflocke. Und wir haben drin, gute Frage, einmal mehrere Parfüme von Kayali Collection. 4x1,5 ml sind da drin. Ist ja mega cool. Aber das war nicht alles, denn hier ist noch ein Lippenstift drin. Also in der 24 haben wir zwei Produkte. Und zwar von, gute Frage, ein Sephora Rouge Satin. Also ich denke, dass das von Sephora ist, ein Produkt. Steht auf jeden Fall sonst nichts drauf. Das ist die S10 What's Up. Kenne ich nicht, ehrlich gesagt. Finde ich aber auf jeden Fall cool, dass zwei Produkte drin sind. Aber ehrlich gesagt, wäre mir lieber gewesen, wenn eines der anderen Produkte, zum Beispiel Fenty Beauty oder Too Faced, drin gewesen wäre. Hätte mich natürlich mega überzeugt. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Wahrscheinlich werden die Parfüms auch nicht billig sein. 4 Stück von Kayali. Deswegen in zwei Produkte beschwere ich mich auf jeden Fall nicht. Aber wäre mir zum Beispiel der Huda Beauty Lippenstift lieber gewesen. Aber da will natürlich Sephora wahrscheinlich für die eigene Marke auch Werbung machen. Und die Sephora, die Marke an sich, ist ja auch nicht billig, genauso wie Douglas. Das waren jetzt schon die Hälfte der Türchen. Haben wir jetzt geöffnet. Ich habe es jetzt wieder zugemacht und werde mir den Kalender gleich hinstellen. Ich finde den mega. Fenty Beauty, Too Faced, Huda Beauty. Besser kann der Kalender eigentlich gar nicht mehr werden. Und jetzt habe ich bloß die Hälfte aufgemacht. Also ich finde es mega gut. Ich kann euch den Kalender mega empfehlen. Also der hat bei mir den Glossy Box Adventskalender getoppt. Der hat bei mir den Look Fantastic Adventskalender auf jeden Fall im Schatten stehen lassen. Ich bin mega begeistert. Es sind natürlich dadurch, dass ich von Sephora keine Box habe, neue Produkte. Die meisten kenne ich halt noch nicht. Und Look Fantastic und Glossy Box ist immer so ein bisschen ein Problem. Die haben halt immer die gleichen Marken. Und deswegen habe ich mich da schon ein bisschen fortgesehen. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall viele der Produkte, die ich doppelt habe oder die ich schon kenne, an Weihnachten verlosen. Deswegen da auf jeden Fall einschalten, wenn ich die ganzen Kalender ausgepackt habe. Jetzt habe ich mittlerweile 1, 2, 3 Adventskalender. Es kommt auf jeden Fall noch ein 4. und ein 5. Adventskalender dazu. Ja, also dieses Jahr, nächstes Jahr wird es weniger. Ich muss echt mich ein bisschen stoppen, aber die sind halt alle so gut. Also, der Glossy Box Adventskalender ist auf jeden Fall nicht schlecht. Schaut euch das Unboxing an, ich verlinke es euch. Fand ich auf jeden Fall gut. Genauso wie den Look Fantastic Adventskalender, aber der Sephora Adventskalender für 89 Euro hat halt einfach mal alles getoppt. Muss ich ehrlich zugeben. Also mit den Marken drin und der kostet genauso viel wie die anderen zwei. Beziehungsweise ich habe ja den Look Fantastic Adventskalender billiger bekommen. Also ich habe bloß 74 Euro, glaube ich, gezahlt oder 76. Ja, also dieses Weihnachten bin ich auf jeden Fall gespannt auf meine Adventskalender. Ich werde mir den auf jeden Fall schön hinstellen. Ihr werdet dann auf jeden Fall die andere Hälfte sehen in der Weihnachtszeit, wenn ich sie dann aufmache. Aber ich bin sehr froh um diesen Adventskalender. Schaut euch ihn auf jeden Fall an. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Und ich habe ja gesagt, es ist wahrscheinlich noch Tarte drin, wenn jetzt auch noch drin ist. Also Sephora, ein mega geiler Adventskalender für echt erschwinglichen Preis. Auch wenn Probegrößen drin sind, aber auf jeden Fall super zum Ausprobieren. Mir gefällt er. Ich kann ihn euch empfehlen. Das war's mit dem Video. Ich verlinke euch natürlich den Kalender unten in der Infobox. Ich denke, ich werde euch auch den Glossy Box Adventskalender und auch den Look Fantastic Adventskalender verlinken. Einfach damit ihr mal nachgucken könnt, was die kosten preislich und Videos sind natürlich oben verlinkt. Könnt ihr auch nachschauen, was da so drin ist. Ich finde alle drei Kalender gut, natürlich. Aber es ist natürlich auch wieder Geschmackssache, wem was gefällt. Deswegen schaut einfach nach bei den Unboxings, da könnt ihr dann, wenn ihr das natürlich wollt, sagen, ob ihr den wollt oder nicht. Ich mache bloß die Hälfte, weil ich einfach in der Weihnachtszeit auch noch ein bisschen Überraschung haben will. Und vielleicht habe ich euch auch was Gutes getan, vielleicht wollt ihr auch bloß die Hälfte sehen und auch einen Rest Überraschung haben. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Auf jeden Fall in die Kommentare lassen, was ihr von dem Kalender haltet und von den Marken, die da drin sind. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mich abonniert, entweder hier an der Seite, wo mein Gesicht erscheint, dieser Kreis mit meinem Gesicht, oder unten auf dem Abonnieren-Button. Natürlich oben bei den Gewinnspielen mitmachen, sind natürlich auch oben verlinkt. Lohnt sich und es kommen auf jeden Fall noch einige Gewinnspiele online. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss!